A leitura do Evangelho para esta semana, a quarta semana na Quaresma, é conforme a narrativa de Lucas no capítulo 15, versículos 1 a 3 e depois 11 até 32, com a leitura do texto em língua pomerana. Amol, feldstøje indtrækkes und andet løje, hvad schlecht ansagen havde, kæme dicht nach Jesus der im Horgen. Die Pharisäer und die Meisters im Gesetz grummelte gegen Jesus und sagte: Der Mensch mischt sich mit Löhe, was kein Gau ansahen habe, und irrt mit er. Dann macht Jesus dit Beispiel. Akel hat zwei Jungs. Einen Tag sagt der Jüngste am Papa: Papa, ich will, du schaffst mir nur geben, das, was mit kommt von der Erbschaft. Und der Papa teilt die Erbschaft hat die zwei in. Ein paar Tage nachher nimmt der Jüngste alles, was hörte, und macht weg nach einem Land, was sehr weit weg. Da lebt er ein Leben voll Sünde, verbrücht und verschweinst alles, was er hat. Der Junge hat alles ausgegeben, als ein großer Hungersnot nach dem Land kam. Dann kam er in Not. Dann suchte eine Mensch, was in dem Land wohnte, und verlangt Hilfe. Da schickt dem Herrn überkam tam sein Schwein aufpassen. Da, mit Hunger, hat er Lust tam dat essen, wat da Schwein freide, aber kade ihm wat jäve. Tun überlegte sich dat und grübelt. Wo viel Arbeitslöhe von meinem Papa habe essen übrig und ich bin hier bald beim Verhungern. Ich mag rechnen mit Papa im Haus und auch im Seher. Papa, ich habe Söhn mag jege Gott und jege dich. Und bin nicht mehr weit, dass ich dein Kind nicht war. Nimm mich an als A für den Arbeitslöhe. Dann ist er da losgegangen und zurückgemacht nach seinem Papa im Haus. Als der Junge noch weit auf war von Haus, sagt der Papa ihm und bedeutet seine Jungen Sehe, leib ihm in die Gegend, fällt ihm und pust ihm. Und der Junge sagt: Papa, ich habe Sünd gemacht gegen Gott und gegen dich und bin nicht mehr weit, dass ich dein Kind nicht war. Aber dein Papa hat der Knecht anordnet. Rasch bringt das Bärstuch und trägt ihm das an. Macht ihm einen Fingerring über Finger und Reimerschau auf sein Fuß. Bringt auch der vierte Ochse und schlachten auf. Wirf Anfänger an den Fäden, weil der mir jung wird tot und lebt werde. Wer verloren und ist gefunden worden. Und fangen es an den Fäden. Unterdessen, wer der übelst jung umkam, als er dicht kam nach Hus, hört er die Musik und der Radau vom Tanzen. Dann reibe eine Knecht und fragt: Was ist hier im Down? Der Knecht antwortet: Der Braut ist zurückgekommen nach Hus, lebendig und gesund. Daher hat der Papa schickt, schuld der vierte Ochse abschlachten. Der übelste Junge wird schlimm und wohl nicht reingehen. Dann kam der Papa rote und bestöhnt mit ihm, dass er reingehen soll. Aber er antwortet: Sind so viele Jahre her, dass ich als ein Knecht die Arbeit da und habe immer alles gemacht, was mir anordnet hast. Bei all dem hast mir nicht eins ein Zeichen gegeben, dass ich ein Fest machen kann mit meinen Freunden. Aber der Junge hat alles verbrüht, was dir weh, und Geld ausgegeben mit der Hure. Und nun kommt er zurück und du schickst schon der vierte Ochse abschlachten. Dann der dein Papa antwortet: Mir Junge, du bist immer bei mir, und alles, was mir ist, das ist auch dir. Aber wer nicht dit Fest machen, dann aus Freude wesen, weil die Braut wird tot und no lebt werden, wer verloren und ist gefunden worden. Wer hier ist der Bibeltext, der Dege weg.